Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu dieser Anime-Review. Heute geht es um Girls und Panzer, der Film. Der ist ja heute rausgekommen. Ich habe ihn gestern gesehen und hier ist meine Review dazu. Viel Spaß! Zuallererst natürlich, worum geht es? Eigentlich dachten sie, mit ihrem letzten großen Sieg das Weiterbestehen ihrer Schule gesichert zu haben. Doch müssen die Mädchen der Ohai High School in Sets feststellen, dass dem nicht so ist. Das Ende ihrer gemeinsamen Panzerfahrtage scheint bereits nicht mehr abwendbar zu sein, als sich doch noch eine letzte Chance ergibt. In ihrer bisher größten und bedeutendsten Schlacht müssen sie sich gemeinsam mit ihren Freunden gegen einen Gegner noch nie dagewesenen Kalibers beweisen. Wirklich Zeit, sich in das Geschehen einzufinden, bekommt der Zuschauer im Werk Girls und Panzer der Film nicht. Das Werk katapultiert einen direkt in die letzten Minuten eines Freundschaftsspiels der verschiedenen Senja-Do-Schulen. Bereits in der Einleitung des Films haut Girls und Panzer der Film eine actionreiche Szene nach der anderen heraus, ohne dabei zu übertrieben zu wirken. Nach dem Geschehen des Freundschaftsspiels fängt der Anime allerdings erst richtig an. Wie auch bei der Serie sind es nämlich die zwischenmenschlichen Beziehungen, welche im Werk Girls und Panzer der Film sehr gut aufgezeigt werden. Trauer, Ärger, Hass, Verzweiflung, aber auch Freude werden hier sehr gut dargestellt. Diese Achterbahn der Gefühle machen auch einen großen Teil des Anime-Films aus. Abseits der eigentlichen Handlung der Serie schafften es die Verantwortlichen hier, eine in sich bündige Geschichte zu kreieren. Allerdings sollte man die Serie bereits kennen, um hier alle Zusammenhänge zu verstehen. Das Setting bzw. die Idee hat sich im Vergleich zur Serie kaum merklich verändert. Wenngleich im Werk Girls und Panzer der Film der Fokus nochmals deutlicher auf das zwischenmenschliche Leben der Protagonisten gelegt wurde. Wenngleich das Setting auf den ersten Blick nicht ganz plausibel für uns erscheint, bietet es dennoch viel Spaß und ist für die Welt der Protagonisten in sich bündig. Da das Werk Girls und Panzer der Film sich nahtlos in die Serie Girls und Panzer einfügt, verwundert es nicht, dass die Protagonisten eine Charakterentwicklung, wenn auch minimal, vollzogen haben. Generell ist allerdings diese kaum spürbar, lediglich die Kameradschaft der jeweiligen Schulen ist vor allem gegen Ende spürbar. Aber natürlich darf man nicht die Tatsache, dass der Hauptprotagonist Mio seit dem Ende der Serie viel mehr Mut und Selbstbewusstsein zu haben scheint, verschweigen. Was die übrigen Charaktere angeht, so sind diese sich treu geblieben und zeigen keinerlei Veränderung ihres Charakters. Bild- und animationstechnisch ist das Werk Girls und Panzer der Film auf dem heutigen Standard. Die Animation ist flüssig, wodurch vor allem die Kämpfe sehr profitieren. Aber auch die Farbsättigung ist zeitgemäß und unterstützt dadurch das Geschehen. Lediglich der Hintergrund ist nach wie vor wie bei so vielen Werken vernachlässigt worden und zeigt kaum bis gar keine Reaktion auf das Geschehen. Positiv anzumerken sind die vielen Details allerdings, welche vor allem in den Stadtkämpfen zu sehen sind. Hier hat sich Actors wirklich Mühe gegeben. Musikalisch kann man dem Werk Girls und Panzer der Film kaum etwas vorwerfen. Lediglich die Tatsache, dass einige Werke keinen schönen Abgang haben, ist zu bemängeln. Das ist allerdings Meckern auf hohem Niveau. Ansonsten unterstützt der Soundtrack das Geschehen innerhalb des Animes sehr gut. Wie nicht anders zu erwarten, waren die Sprecher der Serie auch im Film am Start und schafften es von der ersten Minute an, ihre damaligen Charaktere wieder ihre Stimme perfekt zu verleihen. Überzeugen konnte vor allem der Hauptcast rund um Samira Jacobs als Mio, Patricia Straßburger als Saori, Demet Fay als Hana, Katrin Hess als Yukari und Jana Kilka als Mako. Aber auch Jenny Bischoff als Mika sowie Jennifer Weiss als Chiyomi zeigten ihr Können. Allerdings muss ich hier wirklich ehrlich sein, generell gibt es synchrontechnisch hier nicht zu bemängeln. Alle Sprecher machten ihre Arbeit gut und passten zu den jeweiligen Charakteren. Kommen wir zu meinem Hauptfazit zu Girls und Panzer der Film. Das Werk Girls und Panzer der Film ist eine grandiose Erweiterung für das Girls und Panzer Universum und ein gelungenes vorzeitiges Ende. Das Setting wurde gekonnt von der Serie übernommen, ohne im Widerspruch zu geraten, die Charaktere sind immer noch glaubwürdig und spaßig anzusehen. Das Bild überzeugt vor allem durch die Farbsättigung und der tollen Animation. Außerdem waren die Sprecher des Hauptcasts wieder hinter dem Mikrofon, was besonderen Spaß mit sich brachte. Mein persönliches Highlight ist der Running Gag, in dem Nono und eine Kameradin Katyusha mit ihren russischen Unterhaltungen nerven. Eine klare Empfehlung für alle Girls und Panzer Fans. Und das war meine Review zu Girls und Panzer der Film. Und wenn ihr jetzt Interesse habt, worum es eigentlich in Girls und Panzer der Serie geht, unten in der Videobeschreibung habt ihr die Links zum Kaufen von den DVDs bzw. Blu-Rays und auf meinem Kanal findet ihr eine Review zur Serie. Vielen Dank an KSM Anime nochmals für die Bereitstellung der Blu-Ray und wir sehen uns in der nächsten Sendung. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao.